Heute gibt es mal ein ganz besonderes How About Video, da es diesmal nicht um ein Spiel geht, sondern um Hardware. Aber alles weitere seht ihr nach dem Intro. Zum Anfang würde ich mich einmal direkt für die Qualität des Videos entschuldigen, da dies nicht die Qualität ist, die ich normalerweise hochlade. Heute haben wir mal etwas ganz Besonderes, und zwar ein Hardware-Review. Es geht um das Turtle Beach XO4. Die XO-Reihe von Turtle Beach ist die neue Reihe für die Xbox One. Und da ich sehr gerne mit Headsets spiele, habe ich mir auch gedacht, besorge ich mir gleich mal so eins. Das XO4 kostet 110 Euro. Und das nächstbessere, also das XO7, würde 190 Euro kosten. Hier seht ihr gerade, wie ich die Verpackung etwas aufmache, die ich von Saturn bekommen habe. Schleichwerbung. Das XO4 ist im Generellen ein Wireless-Headset, jedoch benötigt man zum Chatten ein Kabel, was man noch später sieht. Das Kabel geht direkt in den Controller, aber wird halt nicht dafür verwendet, um den Sound zu übertragen. Hier sieht man einmal die Verpackung im Überblick. Wie man auch direkt sieht, ist das Design des Headsets relativ schön und die Verpackung selber sieht auch ziemlich gut aus. Man kann das Headset auch für zum Beispiel ein Handy benutzen oder für den PC, jedoch sage ich da später noch einmal eine Kleinigkeit zu. So, gucken wir auch gleich mal rein, was alles mitgeliefert wird. Und zwar sieht man hier vorne rein gleich die Anleitung. Ein kleines Päckchen, sagen wir, mit Handbüchern drin. Sieht man auch gleich weiter. Da ist der Headset-Adapter, die Software, wie man das updatet. Hier ist dieses kleine Buch, was ich gesagt habe, wo so ein paar Sachen drin sind, was ich erstmal kaputt gemacht habe. Ich möchte auch dazwischendrin nochmal sagen, dass ich dieses Headset nicht von Turtle Beach gestellt bekommen habe. Das habe ich mir selber gekauft, damit ihr das wisst. Nicht, dass jetzt hier irgendwie falsche Sachen aufkommen. Dort sieht man das Mikrofon. Und hier ist auch gleich der Adapter, den ich ihm gerade schon erwähnt hatte, der halt dafür benötigt wird. Daran wird später das Headset angeschlossen. Ich stelle gerade nicht scharf die Kamera. So, und hier ist auch direkt das Headset und da unten sieht man noch einmal das USB-Kabel zum Updaten des Controllers. Wie man sieht, sieht man da schon diese Klinke des Headsets. Hier zeige ich es noch einmal hoch. Das Headset ist ziemlich leicht in der Hand und besteht halt aus Plastik, wie man, denke ich mal, schon sehen kann. Die Ohrmuscheln bestehen aus Kunststoff und das finde ich ziemlich angenehm, weil ich mag diese Leder-Kopfhörer nicht. So, kommen wir noch einmal zu ein paar Kritikpunkten des XO4. Der Klang ist relativ gut, aber er entspricht nicht 109 Euro, beziehungsweise 110 Euro. Außerdem gibt es manchmal Probleme mit dem Updaten des Controllers, wie es bei mir halt der Fall war. Das Mikrofon des Headsets ist am PC nicht zu gebrauchen. Es hört sich einfach grausam an und braucht es gar nicht dafür zu kaufen. Dafür klingt es aber an der Xbox umso besser als Headset. Man kann gut mit seinen Freunden reden und die Qualität ist ziemlich super, wie schon gesagt. Dafür, dass angekündigt wurde, dass das Headset wireless ist, nervt es mich ein bisschen, dass dort ein Kabel dran ist. Das ist zwar nur zum Chatten gedacht, aber trotzdem nervt es mich einfach. Wenn so groß angekündigt wird, dass die Headsets wireless sind, warum macht man es nicht einfach wireless und muss es am Controller anschließen? Ich finde das blöd. Außerdem finde ich, dass man für das Geld normalerweise bessere Headsets bekommt.
Es ist kein schlechtes Headset, aber ich würde damit warten, bis es etwas günstiger wird. Bei Amazon war es teilweise, oder ist es glaube ich immer noch, bei ca. 85 Euro. Da ich vom PC abstamme, sozusagen in Anführungsstrichen abstamme, bin ich normalerweise bessere Headsets gewohnt zu einem besseren Preis. Aber das ist auch wieder eine andere Sache. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, falls euch das Produkt interessiert, kauft es euch nur bedingt, wenn ihr unbedingt ein Headset haben möchtet. Für so ein bisschen mit Sound spielen und für zum Chatten, das ist das völlig in Ordnung. Einen Vollpreis will ich dafür nicht zahlen, so wie ich es gemacht habe. Aber es ist im Gesamten ein sehr gutes Headset. Und falls es euch gefallen hat, könnt ihr wie gesagt einen Kommentar da lassen. Fragen beantworte ich gerne in den Kommentaren. Bis zum nächsten Video. Tschüss.